Bayerns SPD durch schweres Gewässer steuern und möglichst nicht baden gehen. Das ist ihre Aufgabe. Natascha Kohnen, 50, SPD-Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin. Die Mutter aus Irland, der Vater aus der Pfalz. Kohnen studiert Biologie und lektoriert lange Schulbücher. Fließend in Englisch, Französisch und Hochdeutsch. Wissen Sie was? Ich will regieren in Bayern. Folklore fällt Kohnen schwer. Aber Bekanntheit in Bayern geht halt übers Bierzelt. Zwei Frauen in einem Zelt. Doppelpackel. Für die SPD war Bayern immer bitter. Diesmal droht ein Debakel. Soziale Themen sollen Stimmen bringen. Bezahlbarer Wohnraum, kostenlose Kitas, kostenloser Nahverkehr. Insgesamt fordert Kohnen mehr Anstand in der Politik und hofft auf ein anständiges Wahlergebnis. Ja, schönen guten Morgen, Frau Kohnen, hier im ZDF-Morgenmagazin. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Kohnen, Sie hoffen auf ein anständiges Wahlergebnis, haben wir gerade gehört. Danach sieht es aber nach dem aktuellen Politbarometer nicht wirklich aus, sind nur Trends und Richtungen, aber sie liegen bei 12%. Bundesweit schwächelt die SPD ja auch. Jetzt muss man sich natürlich fragen, sind Sie Opfer des Bundestrends oder liegt das an Ihrem Wahlkampf? Erstmal bezeichne ich mich selber nicht als Opfer und ich hoffe auch nicht auf irgendwas, sondern ich kämpfe für was und zwar jeden Meter. Und wir wissen auch aus den Umfragen, wir werden übrigens, glaube ich, seit 8 Monaten fast tagtäglich mit Umfragen bombardiert. Aber eine Zahl ist eben auch da, dass immer noch weit über 50% noch überhaupt nicht wissen, was sie machen werden. Nach den neuen Politbarometerzahlen sind es 42%. Ich weiß nicht, vorgestern war wieder eine Umfrage, 53% und so weiter. So geht es uns ja hier die ganze Zeit, dass wir wirklich mit Umfragen permanent zu tun haben. Aber es zeigt sich eben, dass unglaublich viele noch nicht entschieden haben. Und ich kämpfe um jeden Meter und dann gucken wir mal. Trotzdem ist es ein Trend, 12%. Kann man denn sagen, dass Sie so das richtige Thema, mit dem Sie die Bayern für die SPD begeistern können, eigentlich gar nicht gefunden haben? Ja, ich finde das, Entschuldigung, echt eine komische Frage immer, dass man sagt, haben Sie das richtige Thema gefunden? Ich finde nicht das Thema, sondern hier wurde nämlich auch gerade angesprochen, das tägliche Leben fordert die Politik auf, eben bezahlbaren Wohnraum hinzukriegen, dass man sich, und wir sitzen hier in meiner Heimatstadt München und da ist es inzwischen so, dass sich die Leute ihr Dach über dem Kopf nicht mehr leisten können oder eben die Kitas sind so teuer, dass am Schluss nichts mehr übrig bleibt im Geld. Was wäre denn Ihre Antwort auf Herrn Biedermann, der sagt, Wohnen und Kitas, das sind für mich die wichtigsten Themen? Jetzt haben wir natürlich nur Kurzzeit, deswegen ganz schnell. Also für uns ist es unglaublich wichtig, erstmal, dass die Erzieherinnen und Erzieher anständig bezahlt werden, weil die echt einen super Job machen. Das zweite ist kostenfreie Kita. Warum? Weil frühkindliche Bildung und wir kommen auch nicht auf die Idee, für Schulen Geld zu verlangen. Also warum tun wir es für Kitas? Und das ist übrigens finanzierbar. Also ich komme ja aus den Naturwissenschaften, ich rechne alles durch, was ich mache und verspreche auch keinen Schmarrn, sondern das muss schon stimmen. Und beim bezahlbaren Wohnen, das kann der Oberbürgermeister hier in dieser Stadt überhaupt nicht alleine hinkriegen. Da muss das Land mit einsteigen und der Freistaat hat und der momentane Ministerpräsidenten allen voran, der hat über 33.000 staatliche Wohnungen verkauft in den letzten 5 Jahren. Und wir müssen jetzt wirklich mit einer Vollstoff-Wohnraumoffensive hineingehen, bauen, bauen, bauen. Die Kommunen, das Land und auch der Bund steigt ein. Wir müssen die Landkreise Befugnisse erteilen, dass sie bauen können. Und die Mosaiksteine gemeinsam. Dann kriegen wir es nämlich hin, dass sich auch Ihre Kinder, doch 100% von heute auf morgen, Frau Kohnen, aber in absehbarer Zeit. Lassen Sie mich gleich weiterfragen, weil Sie haben es schon gesagt, wir haben immer so wenig Zeit. Es ging ja nicht nur um bayerische Themen im Wahlkampf, sondern die Bundespolitik, das ist immer so, und das war jetzt auch bei der SPD so, spielt immer ein bisschen mit rein. Bundespolitisch haben Sie ein Zeichen gesetzt, als Sie Ihre Parteivorsitzende Andrea Nahles in der Causa Maaßen kritisiert haben. Hat das was gebracht? Ja, ich habe sie nicht nur kritisiert, ich habe ihr gesagt, die Entscheidung Maaßen geht nicht. Weil wenn wir hier in die Runde fragen würden, diese Entscheidung über Maaßen kann kein Mensch nachvollziehen. Die erste, wenn du in einem Unternehmen sag mal, Mist baust und dir das Vertrauen entzogen wird. Und Herr Maaßen hat ja noch mehr als Mist gebaut. Er hat ja wirklich krasse Dinger gebracht, sag ich mal. Und einfach das Vertrauen der Menschen verloren und auch der politisch Verantwortlichen. Und den dann zu befördern, da sagt doch jeder, haben diese eigentlich noch alle in der Politik? Und ich habe klar formuliert, wir brauchen, wenn hier Anstand und Haltung, und das ist auch mein wirklich Grundsatz in der Politik, dann kannst du so jemanden nicht befördern. Und das habe ich deutlich gemacht. Hat sie das Stimmen gekostet? Nicht, dass Sie es kritisiert haben, aber die Causa Maaßen, wie sie in Berlin gehandhabt wurde und ein öffentlich ausgetragener Streit zwischen der Bundesvorsitzenden und der Landesvorsitzenden, der Spitzenkandidatin? Ja, was halt ich
Also wenn ich habe eine klare Überzeugung, ja, ich mache Politik aus einer Wertigkeit heraus und immer mehr Menschen verlieren das Vertrauen in die Politik und dann geht so eine Entscheidung nicht. Und deswegen habe ich klar gesagt, ihr müsst das korrigieren. Und sie haben das dann auch gemacht und ich finde das ehrlich gesagt auch wiederum gut, dass dann Politiker auch das Format haben zu sagen, ja, wir haben einen Fehler gemacht. Und das ist notwendig. Ich wäre aber mit keiner anderen Entscheidung einverstanden gewesen. Das muss korrigiert werden. Und das ist für mich auch kein Streit, sondern das ist für mich auch ein klares, irgendwann geht's nicht mehr. Und da ging's bei mir einfach nicht mehr. Unser Eindruck war, dass Sie im Wahlkampf relativ wenig über die Asylpolitik und über Flüchtlinge gesprochen haben. Aber das zeigen die Umfragen, ist das Thema, was die Wähler am brennendsten interessiert. Warum haben Sie das so ein bisschen beiseite gelassen? Ich habe das nicht beiseite gelassen, sondern seit 1,5 Jahren, 2 Jahren diskutiert dieses Land über ein Thema, Migration, Flucht und das alles immer mit Angst und auch Hetze. Und ich habe gesagt, reden wir doch über die Themen, die jeden im täglichen Leben berühren. Und hier war auch die erste Anmerkung nicht, oh je, ich bin dem Flüchtling über den Weg gelaufen, sondern es ging darum, dass man eine Wohnung braucht, das ist ein Grundrecht. Und das tägliche Leben, sage ich mal, konfrontiert dich nicht permanent mit Flucht und Migration, sondern du hast eigene Herausforderungen. Und das ist ehrlich gesagt auch eine mediale Verantwortung, dass wir nicht immer permanent nur über ein Thema reden. Und denken wir an das TV-Duell, was Schulz und Merkel geführt haben, 40 Minuten Flucht und Migration und dann heißt es plötzlich, oh hoppla, wir haben ja noch soziale Themen, haben wir noch 4 Minuten. So geht's nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich stelle die sozialen Themen hart in den Vordergrund und wenn Sie hier in München rumfragen, dann ist das Thema Nummer 1, Wohnen, Mieten, kann ich mir mein Dach über dem Kopf noch leisten. Das sind aber eher Themen, die in den Städten wichtig sind. Und natürlich wohnen inzwischen die Mehrheit der Bayern wohnt in Städten, ja, das ist so. Auf dem Land ist es vielleicht auch schwierig, aber kann man nicht sagen, dass die SPD dann eher stark in den Städten ist und damit auch eher Politik für die Städter macht und das Land so ein bisschen vergisst? Sie können in Bayern nicht Stadt und Land trennen, das geht nur gemeinsam. Und der Wachstumsdruck, der auf die Städte entsteht, der entsteht ja auch dadurch, dass die ländlichen Regionen nicht die Förderung bekommen, die sie brauchen. Eben schnelles Internet, damit ein Unternehmen auch in die ländlichen Regionen geht. Dann musst du die Schulen erhalten. Und dann brauchst du Busse, die nicht nur morgens und abends kommen, sondern auch im Laufe des Tages. Und das ist zum Teil so in Bayern. Ich war in einem Ort ganz oben in Unterfranken und da habe ich gesagt, Mensch, ihr braucht Busse nicht nur morgens und abends, sondern auch tagsüber. Und wissen Sie, was die geantwortet haben? Haben gesagt, finden wir total nett. Dann haben sie schallend gelacht. Und haben gesagt, wir haben überhaupt keinen Bus. Und das geht nicht. Ja? Und wenn wir die ländlichen Räume genauso fördern, dass Unternehmen und Menschen sagen, wir können da auch leben, und das hat auch was mit Heimat zu tun, dass du da bleiben kannst, wo du sein willst, dann kommt dieses Land wieder ins Gleichgewicht und nicht alle rutschen in die Städte. Und dann kriegen wir auch wieder das Wohnraumproblem in den Städten in den Griff. Also es sind immer beide Medaillenseiten, die genauso viel Förderung brauchen. Sagt Natascha Kohn, die Spitzenkandidatin der SPD. Vielen Dank. Und sie setzt auf 42% der Bayern, die noch nicht wissen, wo sie am Sonntag ihr Kreuzchen machen sollen. Vielleicht hat ja unsere Sendung hier ein bisschen dazu beigetragen, hier im Publikum auf dem Nockherberg und bei Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer, vielleicht, die Sie in Bayern wohnen und uns eingeschaltet haben, und vielleicht hat es Ihre Entscheidung ein bisschen leichter gemacht. Es wird eine spannende Wahl, es ist eine historische Wahl, es wird ein historisches Ergebnis geben, auch mit bundespolitischen Auswirkungen sicherlich. Über all das berichten wir dann ab Sonntag und am Montag. Sonntagabend im ZDF mit Bettina Schaußen, die Wahlsendung, und all unsere Interviews mit den 7 Spitzenkandidaten, mit denen wir seit 5:30 Uhr hier gesendet haben, können Sie auch auf der heute.de und in der Mediathek sehen.